Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Nikolaus Nikolzios. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier durch das Webinar führen darf und dass wir heute ein Vermögensverwalter-Webinar haben, gemeinsam mit der Gauli Dietrich van der Weyer Vermögensverwaltung. Und ja, von meiner Seite aus gibt es wie gewohnt nur eine ganz kurze Einleitung für diejenigen von Ihnen, die Wikifolio noch nicht kennen. Ganz kurz nur erklärt, was ist Social Trading überhaupt? Nun, Social Trading ist einfach die Möglichkeit, dass Sie andere Trader auf der Plattform verfolgen können, und wir haben aber auf Wikifolio eben nicht nur private Trader, sondern eben auch professionelle Vermögensverwaltungen. Und was Wikifolio auszeichnet, ist, dass es wirklich ein Marktplatz ist, wo Sie eine komplette, transparente Handelsstrategien finden. Und transparent heißt eben wirklich, dass Sie hier alle Positionen in dieser Handelsidee nachvollziehen können, alle Trades, und einige Trader schreiben auch dazu Kommentare und erklären eben, warum sie handeln oder warum sie bestimmte Titel wieder verkauft haben. Und damit ist für Sie eigentlich diese Handelsidee bestmöglich nachvollziehbar und gibt eigentlich einen sehr guten Einblick, wie eben jetzt dieser private Trader oder die Vermögensverwaltung hier denkt. Und ja, auch ein ganz entscheidender Punkt: ab dem Moment, wenn Sie sich einmal dazu entschlossen haben, in so eine Handelsidee zu investieren, passiert das bei uns über ein Indexzertifikat, und in diesem Indexzertifikat von der Lang und Schwarz wird wirklich eins zu eins die Performance, die eben dieses Vermögensverwalter Wikifolio hier erreicht, dann auch in diesem Indexzertifikat nachgebildet. Heißt auf gut Deutsch, Sie erzielen wirklich eins zu eins dieselbe Wertentwicklung wie eben in diesem Musterdepot. Ja, für jedes Depot geeignet. Im Prinzip, die Wikifolios sind handelbar über die Börse Stuttgart. Das heißt, jeder Broker, Hausbank, wer auch immer, der an die Börse Stuttgart angebunden ist, der kann diese Indexzertifikate erwerben. Und ja, unsere Homepage, da gab es vor kurzer Zeit einen Relaunch. Was ist gleich geblieben? Der grüne Bereich ist eher sozusagen für die Investoren der interessante Bereich. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche unterschiedlichen Strategien es hier auf Wikifolio gibt. Und auf der anderen Seite der blaue Bereich, das ist der Bereich, wenn Sie sagen, Sie wollen selber als Trader aktiv werden. Dort können Sie eigene Wikifolios dann erstellen. Und ja, picken wir vielleicht ganz kurz nur auf der grünen Seite den vereinfachten Suchzugang oder Schnellsuchzugang heraus. Dort haben Sie eben dann die Möglichkeit, nach beliebten Suchanfragen direkt zu suchen, beziehungsweise wir haben auch speziell für die Gruppe der Vermögensverwaltungen eben jetzt hier einen eigenen Bereich geschaffen, sodass Sie ganz gezielt dann eben die Handelsideen von professionellen Vermögensverwaltern hier finden können. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir eben dann auch diese beliebten Suchanfragen, also Suchanfragen, die sehr häufig an Wikifolio gestellt werden, je nachdem, ob Sie eher progressivere Strategien suchen oder Strategien mit einem guten Rendite-Risiko-Verhältnis. Da finden Sie dann hier schon vorgefertigte Filtereinstellungen, nach denen Sie dann das Gesamtuniversum filtern können. Ja. Stichwort Vermögensverwalter Wikifolios. Also uns freut natürlich auch, dass mehr und mehr professionelle Marktteilnehmer Wikifolio nutzen. Ja, Wikifolio ist eben damit auch ein Marktplatz eben geworden, wo man auch dann unterschiedlichste Vermögensverwalterstrategien finden kann. Und es ist für die Vermögensverwalter sicherlich ein Schritt, ein Weg zur Digitalisierung. Und ja, mich wird dann später natürlich auch interessieren oder freuen, wenn uns dann auch der Herr Wennemann oder Markus van der Weyer erklären könnte, warum Sie sich dann auch für Wikifolio entschieden haben. Mittlerweile, wie gesagt, in Deutschland nutzen fast 10% der deutschen Vermögensverwalter bereits Wikifolio. Und ja, seit kurzem sind wir auch in der Schweiz gestartet. Da läuft das jetzt auch schon immer mehr an. Und es ist natürlich eine Entwicklung, die uns sehr freut, dass es eben auch von professionellen Marktteilnehmern genutzt wird. Ja, kommen wir damit zur heutigen Strategie.
Wir wollen uns heute ein bisschen genau die Strategie von Gauli Dietrich van der Weyer anschauen. Eine ETF-Wertestrategie haben wir hier. Und ich weiß, es wird vielleicht der ein oder andere jetzt kritische Zuschauer hier sagen, naja, die Equity-Kurve, die ist jetzt am Beginn fast 5% so ins Minus gegangen. Aber ich denke, hier muss man einfach berücksichtigen, dass das doch ein Marktumfeld war, wo der Benchmark, also der DAX, ja über 20% gefallen ist. Und ich glaube, wenn man das im Kontext sieht, muss man ja sich dann auch eine langfristige Perspektive eher orientieren und sagen, na gut, wenn der Benchmark halt fast das Vierfache gefallen ist, dann glaube ich, dass man hier eine defensive Strategie hat, aber mehr dazu werden wir dann von der Vermögensverwaltung Gauli Dietrich van der Weyer in wenigen Minuten hören. Das war es im Wesentlichen von meiner Einleitung. Wie gesagt, falls es allgemeine Fragen gibt, bitte jederzeit einfach melden an service@wikifolio.com oder natürlich auch unsere Service-Hotline. Wenn Sie gezielt an mich persönlich eine Frage haben, stehe ich Ihnen natürlich auch gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. nikolaus.nikolzos@wikifolio.com. So, und damit darf ich schon zum Herrn Wennemann überleiten. Ich würde ihn jetzt ganz kurz als Moderator ernennen und ich frage jetzt einmal, können Sie mich hören? Sie sehr gut hören. Wunderbar, schön guten Abend. Ja, auch nochmal einen schönen guten Abend von unserer Seite. Mein Name ist Markus van der Weyer. Ich werde die ersten einleitenden Folien beschreiben, bevor ich dann an meinen Geschäftsführerkollegen Carsten Fennemann übergeben werde. Vielen Dank auch nochmal an Ihre Seite, dass Sie uns zu so später Zeit um 18 Uhr Gelegenheit geben, uns vorzustellen. Das ist sicherlich nicht üblich. Sehr auch gerne, im Hinblick auf die spätere Uhrzeit. Wir haben hier ein großes Paket für alle Teilnehmer vorbereitet. Wir werden das aber nicht im Detail durchgeben. Wir freuen uns aber wirklich über jede Frage, über jeden Zwischenruf von Ihrer Seite. Und falls es da den Wunsch nach mehr Informationen gibt, sind wir dann auch spontan bereit, dann noch mehr in die Tiefe einzusteigen. Ganz kurz zu unserer Firma Gauli Dietrich van der Weyer. Die meisten von Ihnen werden noch nie von uns gehört haben. Wir sind ein unabhängiger Asset Manager, der in Frankfurt am Main sitzt. Sie sehen hier ein schönes Foto. Das ist die alte Oper in Frankfurt, dahinter der Opernturm. Wir sitzen in diesem Opernturm, haben einen fantastischen Ausblick aus unseren Büros auf die Finanzwelt in Frankfurt. Unabhängig sind wir deswegen gerne, wir gehören niemandem extern, keiner Bank, keiner Versicherung, kein Finanzdienstleistungskonzern. Einige Mitarbeiter des Unternehmens sind Eigentümer dieses Unternehmens. Wir konzentrieren uns auf drei Geschäftsbereiche, wovon der heutige wichtige das Asset Management ist. Asset Management heißt bei uns einfach Vermögensverwaltung und hier bieten wir Vermögensverwaltungskonzepte, aber auch in Anführungszeichen ganz normales Fondsmanagement, unter anderem auch Publikumsfonds. Wir konzentrieren uns auf institutionelle und private Anleger, wobei die Verteilung in etwa 95% institutionelle und 5% private Anleger sind. Das Unternehmen ist jetzt gut 3,5 Jahre alt. Wir wurden im Oktober 2012, haben wir uns mit dem Gründungsantrag bei BaFin Bundesbank vorgestellt und wurden im Sommer danach lizenziert. Da bin ich auch schon bei einem wichtigen Stichwort. Wir sind ein echter Vermögensverwalter. Wir haben eine KWG 32 Lizenz von Bundesbank und BaFin, werden beaufsichtigt und reguliert. Einführend wurde eben schon gesagt, dass Wikifolio sich freut, dass immer mehr Profis, / Vermögensverwalter auf die Plattform gekommen sind. Hier würde ich uns auch gerne ein bisschen abgrenzen schon an dieser Stelle. Was heißt Profis? Wir machen es nicht besser. Also das möchte ich mal klipp und klar sagen. Es gibt auch viele Konzepte, Strategien auf der Wikifolio-Plattform, vor der wir sehr großen Respekt haben, eine ganz tolle Performance, die dort dargestellt wird. Wir machen es komplett anders. Und das ist, glaube ich, das, wo sich die Vermögensverwalter oder Profis sich von vielen anderen Anbietern auf der Plattform unterscheiden. Wir sind nun mal von Bundesbank und BaFin reguliert, sprich wir haben einen Investmentprozess, den wir einzuhalten haben. Wir machen das alle seit sehr, sehr vielen Jahren. Viele dieser Vermögensverwaltungskollegen,
die sind uns auch persönlich bekannt. Und die, da folgt man einer ganz klaren Investmentphilosophie. Das heißt, die Portfolien, die sehen anders aus als Strategien, die von Privaten gemanagt werden. Bei uns werden Sie nie Strategien finden, in die nur wenige Wertpapiere investiert sind und die sehr große Schwankungen auffinden im Zeitablauf. Und das ist meiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen den Vermögensverwaltern auf der Wikifolio-Plattform und den Strategien, die von Privaten gemanagt werden. Die, noch ein paar Sätze zu uns als Gründer und Geschäftsführer. Die, wir haben beide zwischen 20 und 25 Jahren Berufserfahrung als Fondsmanager. Ich selber, ich bin als kleines Kind im Prinzip schon zu dem Job gekommen. Ich habe mit 12 meine ersten Aktien gekauft. Ich bin jetzt 49 Jahre alt. Zwischendurch ist eine Menge passiert. Ich wollte nie was anderes machen im Leben. Ich habe als Privatanleger verhalte ich mich genauso wie viele Private auf Wikifolio. Ich habe oft genug in meinem Leben habe ich wieder quasi von vorne anfangen dürfen, weil ich alles verzockt habe. Beruflich macht man das natürlich anders. Und das ist eben der große Unterschied, auch das, was ich eben zu den Vermögensverwaltern erwähnt habe. Man hat hier bestimmte Grenzen einzuhalten, man arbeitet sehr, sehr stark mit Risikobudgets. Und das ist eben, und das werden Sie gleich an unseren Strategien auch sehen, das werden Sie auch an vielen Strategien von Vermögensverwaltern sehen, das ist eben ein großer Unterschied. Da geht man quasi nie das Risiko ein, das Kapital wirklich ernsthaft oder signifikant zu verlieren. Wir haben beide langjährige nationale und internationale Erfahrungen. Wir kennen uns seit Anfang der 90er aus der Commerzbank. Dann hat es bei meinem Kollegen Stationen bei Morgan Stanley und Credit Suisse gegeben. Ich war zwischendurch bei Metzler und einem amerikanischen Asset Manager. Wir arbeiten seit 10 Jahren, arbeiten wir wieder zusammen, waren hier in Deutschland für gut 10 Milliarden Euro verantwortlich in mehr als 200 Fonds für eine Gesellschaft. Unsere Kunden, das waren typischerweise, waren das renommierte Adressen, also beispielsweise Pensionsfonds, Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Sparkassen, aber auch internationale Einrichtungen wie beispielsweise eine OPEC oder Zentralbanken. Das ist das Geld, was wir gemanagt haben, bis wir uns entschlossen haben, mit dieser Firma selbstständig zu machen. Was machen wir auf Wikifolio und wie sind wir auch dahin gekommen? Ich habe schon erwähnt, wir sind beide selber passionierte Privatanleger. Einer der Beweggründe, auch diese Firma zu gründen, war, sich auch ein Stück weit von der Branche abzuheben durch neue Konzepte, durch innovative Ideen, die wir umsetzen wollten, auch in unserem Investmentprozess. Und deswegen war es für uns dann letztendlich auch nur ein logischer Schritt, eine Plattform wie Wikifolio zu nutzen, mit der wir auf der einen Seite dann ganz neue Anleger erreichen wollen, die wir auch wirklich erreichen wollen. Wir wollen quasi in Anführungszeichen smarte private Investoren erreichen, die sich auch mit neuen innovativen Techniken auseinandersetzen. Und Wikifolio als eins dieser typischen Fintech-Unternehmen ist in diesem Zusammenhang für uns natürlich auch sehr interessant und sehr spannend gewesen. Wir verstehen das auch so ein bisschen als Teil unserer Mission. Also die beiden Strategien, die wir heute schon investiert haben auf der Plattform, das sind beides Strategien, die wir auch selber mit eigenem Geld unterstützt haben. Also das ist für uns auch sehr, sehr wichtig. Alle Fondsmanager in unserer Gesellschaft sind in unseren eigenen Produkten mit eigenem Geld investiert. Also ich habe selber mein komplettes liquides Kapital in unsere Strategien investiert. Und das finde ich ist auch sehr, sehr wichtig, um bei potenziellen Investoren und Kunden dann eben auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu erreichen. Was wir mit unseren Strategien schaffen wollen, ist, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit geben wollen, wirklich global investieren zu können. Also wir beziehen uns nicht beispielsweise auf den deutschen Aktienmarkt oder europäische Aktien, sondern wir haben ganz gerne einen globalen Kontext, in dem wir anlegen wollen. Gerade auf Wikifolio geben wir den Wikifolio-Kunden die Möglichkeit, Produkte, die wir eigentlich für die institutionelle Ebene gebaut haben, eben auch im Privatanlegermantel dann letztendlich käuflich zu machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr smartes Angebot, denn üblicherweise sind diese Konzepte, die hier auch von anderen Vermögensverwaltern angeboten werden,
nur in Losgrößen oberhalb von 10 oder 20 Millionen erwerbbar. Und das ist sicherlich ein tolles Angebot, was Wikifolio hier auch zusammengestellt hat. Mein Kollege Carsten Fennemann wird Sie gleich noch mit vielen Details beschallen, die gerade auf den Risikomanagementprozess und den Investmentprozess gehen. Möchte ich ja nur ganz schnell auf ein Wort eingehen, regelbasiert. Regelbasiert heißt, bei uns kommt keiner schlecht gelaunt ins Büro und schreit, jetzt verkaufen wir alle Aktien. Das passiert bei uns nicht. Wir haben einen Investmentprozess, da sind ganz klare Regeln aufgestellt, wann man was darf. Und das ist, wie eingangs schon erwähnt, sicherlich der größte Unterschied zwischen vielen Vermögensverwaltern, die auf der Plattform sind, im Gegensatz zu vielen Privaten, die Strategien anbieten. Daneben auch sehr, sehr wichtig, alle unsere Konzepte haben einen sogenannten Absolut-Return-Ansatz. Absolut-Return in dem heutigen Kontext, in dem Produkt, das wir heute vorstellen, heißt, im schlechtesten Fall werden Sie damit auch Geld verlieren, aber es wird nicht zu signifikant sein. Also bei der Strategie, die wir gleich darstellen, haben wir lange Rechnungen gemacht. Und wir gehen davon aus, dass man im schlimmsten Fall nicht mehr als 20% verlieren kann. Und hier reden wir wirklich von einem Crash wie in den Zeiten von 2000 bis 2003 oder nach der Lehman-Krise, dass man aber generell die Möglichkeit hat, damit 10% im Jahr zu verdienen. Und das in Relation betrachtet, ist es einfach ein sehr, sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Damit bin ich auch schon bei dem letzten Wort. Und in dem Kontext würde ich auch nochmal gerne erwähnen, wir gehen nicht in Einzeltitel. Also Sie werden bei uns in den Strategien, während Sie keine Strategien sehen, in denen es dann einfach eine Siemens, eine Apple oder eine Twitter-Aktie oder ähnliches gibt, wir investieren in Märkte. Dazu bedienen wir uns vor allen Dingen ETFs, denn wir wollen einfach nur dieses Marktrisiko kaufen und wollen das Einzeltitelrisiko ausschalten. Das unterscheidet uns sicherlich auch von vielen, die ja teilweise Performance oberhalb von 50% oder 100% schaffen. Viele von diesen schaffen das einfach, indem sie ein oder zwei Wetten setzen. Das sind dann aber echte Wetten, das ist wie im Casino, ob sie rot oder schwarz gehen, sowas kann auch derbe in die Hose gehen. Und dann ist das Geld halt weg. Und wie schon erwähnt, dieses Geld ist halt weg. Das wollen wir nicht, deswegen haben wir da auch ein sehr, sehr striktes Risikomanagement. Die einleitend wurde schon gesagt, dass die Charts, dass die so ein bisschen furchterregend aussehen, das stimmt natürlich auch. Sie sehen links die ETF-Strategie Multi-Asset, die ist schon ein bisschen älter, rechts die ETF-Wertestrategie. Wir haben es eben nochmal mit aktuellen Daten nachgerechnet. Also die linke Strategie, da hat der Eurostoxx seit oder in diesem Zeitraum 11% verloren. In der rechten Strategie ist es fast genauso viel, da sind es in etwa 9,5%. Das muss man natürlich ein Stück weit in Kontext drücken. Auf der nächsten Seite sehen Sie die Performance seit der Emission dann halt auch. Da sind wir in dem linken Produkt, was sich auf globale Aktien- und Anleihenmärkte bezieht. Da sind wir etwa an 1,5% im Minus. Das andere Produkt, da haben wir seit ziemlich genau einem Monat dann auch die Möglichkeit, Geld investieren zu können. Da haben wir ein gutes halbes Prozent seit der ersten Emission gewinnen können. Ich würde gerne noch kurz auf das aktuelle Marktumfeld eingehen, weil das in dem Zusammenhang natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Wir beschäftigen uns natürlich jeden Tag mit den globalen Aktien- und Anleihenmärkten. Und da hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren haben sich die Parameter dramatisch verschoben. Ich habe schon erwähnt, dass wir für viele, auch globale Institutionen in der Vergangenheit Geld gemanagt haben. Das war im Vergleich zu heute, war das ein relativ einfacher Job. Warum war das einfach? Wir hatten früher richtige Zinsen. Also Sie konnten ohne Probleme, konnten Sie auf der Anleihenseite Coupons von 5, 6, 7% einkaufen. Und im Portfolio-Kontext heißt das dann letztendlich, dass wenn Sie auf der Aktienseite auch mal einen Bock schießen, wenn eine Position nicht so richtig aufgeht, können Sie das mit den Einnahmen auf der Zinsseite wieder kompensieren. Diese alte Strategie, die ist heute tot. Das funktioniert weltweit nicht mehr. Wir haben in Japan, haben wir schon seit sehr, sehr langer Zeit Zinsen bei 0%. In Europa sind wir da seit einiger Quartalen mittlerweile auch angekommen. Und in Amerika sind die Zinsen mit 2 bis 3% auch nicht wesentlich höher. Sprich, weltweit ist diese, ich nenne es jetzt mal Pufferstrategie,
die ist zum Ende gekommen. Diese Zinstal, wie es beschrieben wird, wird von den Medien in der Regel als kurz dargestellt und eigentlich spekuliert man immer wieder darauf, dass die Zinswende kommt. Der aktuelle Zinstrend, der ist seit ungefähr 10 Jahren anhaltend. Der hat auch mit dem Internet zu tun, vor dem wir gerade alle sitzen. Der hat mit der Globalisierung zu tun. Das hat weltweit die Preise unter Druck gebracht. Dadurch sind die Inflationsraten gesunken, deswegen sind die Zinsen so niedrig. Daneben gibt es in vielen Ländern noch demografische Faktoren, die genau dieses Umfeld unterstützen. Ich kann nur davor warnen zu denken, dass die Zinsen in absehbarer Zeit wieder steigen werden. Das ist unserer Meinung nach ein absoluter Trugschluss. Das macht es aber auch wahnsinnig schwer, Geld zu managen mit vernünftigen Erträgen am Ende. Und deswegen, und das auch nochmal zu der Gründung unserer Gesellschaft, deswegen muss man sich letztendlich schlaue Investmentkonzepte überlegen, um auch in diesem Umfeld dann erträgliche Performance-Zahlen generieren zu können. Was daneben noch passiert ist, ist, dass die Korrelation, also im Prinzip die Beziehung zwischen der Märkte schwanken, die hat sehr, sehr stark zugenommen, gerade in den letzten 1-2 Jahren in Krisenzeiten. Wenn wir eine Krise haben, dann fällt alles. Beispielsweise auch letztes Jahr, als die Renten, die Anleihenmärkte im zweiten Quartal massiv unter Druck gekommen sind, haben die Aktien dann auch ihre Höchststände gesehen und im dritten Quartal waren es dann die Aktienmärkte, die sehr, sehr stark verloren haben. Also es gibt momentan, es gibt da einfach nichts, wo man sich ernsthaft verstecken kann. Ein Thema, was gerade von den Medien immer wieder gepusht wird, Aktien sind alternativlos, mit Anleihen können Sie kein Geld mehr verdienen, gehen Sie in Aktien, da haben Sie hohe Dividendenrenditen. Ja, das stimmt natürlich, wenn ich nur auf die Dividendenrendite schaue, stimmt aber nicht, wenn ich auf das Risiko schaue. Also üblicherweise schwanken Aktien um 30 bis 35% im Jahr. Was nützt mir der Ertrag von 3,5%, wenn ich am Ende des Jahres 35% abzuschreiben habe? Deswegen, das ist eine Milchmädchenrechnung. Was da schon viel besser funktioniert, das sind diese sogenannten Absolute-Return-Strategien, die sich auf die Fahne geschrieben haben, sehr aktives Risikomanagement zu betreiben. Und das sind eben auch Ansätze, zu denen wir uns zielen. Was wir machen, und da wird mein Kollege gleich nochmal stark drauf eingehen, wir haben ein Regelwerk für uns definiert und anhand dieses Regelwerks investieren wir das Geld unserer Kunden in die Märkte. Und wie schon erwähnt, nutzen wir dazu ETFs, um das Geld dann letztendlich zu investieren. So, jetzt kommen wir zum Investmentprozess, Investmentuniversum. Ich würde dann auch gerne an Carsten Fennemann übergeben und möchte an dieser Stelle dann auch noch mehr ermuntern, dass wenn Fragen auftreten, dass Sie die dann auch ganz spontan stellen. Ja, guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Ich möchte Sie jetzt in den nächsten Minuten mitnehmen in den Maschinenraum von Gaudi Dietrich van der Weyer. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir Sie mit dem Entscheidungsprozess, mit der Anlagephilosophie unseres Hauses vertraut machen wollen, die für alle Produkte gilt, die praktisch so das Gerüst unserer Tätigkeit darstellt oder wie Sie es hier im Chart auch sehen, entsprechend wie ein Haus funktioniert, bevor wir dann darauf später eingehen werden, inwieweit dies auch auf das Produkt ETF-Wertestrategie anzuwenden ist. Zwei Säulen in unserem Haus deshalb, Herr van der Weyer hat bereits angesprochen, regelgebundene, statistisch geprüfte Systeme sind für uns eine wichtige Grundlage, um emotionsfreie Entscheidungen zu treffen. Hier kommt tatsächlich niemand mit schlechter Laune rein und verkauft Aktien. Auch im Gegenteil, im gegenteiligen Fall werden wir niemals zu optimistisch werden, bloß weil ein einzelner Mitarbeiter diese Meinung vertritt. Bei uns ist ein Investmentprozess aufgesetzt worden, wie es auf Neudeutsch heißt, der nachprüfbar ist, der auch von jedem Mitarbeiter mathematisch zu berechnen ist. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir einen Guru oder eine Glaskugel haben, die uns sagt, in welche Märkte wir investieren sollen, sondern es geht darum, einen Prozess aufzustellen, Indikatoren zu ermitteln, die die Allokation vorgeben und auf die wir uns entsprechend verlassen können und das in regelmäßigen Abständen. Ergänzend nutzen wir eine Fundamentalanalyse, die ist dem Entscheidungsprozess der regelgebundenen Systeme vorgeschaltet. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das Fundament unseres Hauses ist das Risikomanagement und die Performance-Messung. Wie schon von Herrn van der Weyer erwähnt, steht die Risikoüberwachung für uns zentral an erster Stelle.
Unser Ziel ist, mit unseren Strategien nicht Haus und Hof zu verlieren, sondern in positiven Märkten zu partizipieren, aber ein entsprechendes Risikomanagement dann anzuwenden und Risiken zu begrenzen, wenn die Märkte entsprechend in schwierigeren Zeiten sind. Also es geht nicht um Zocken, sondern es geht um einen systematischen Anlageprozess, der wie gesagt auch nachprüfbar ist. Das drückt sich dann in einem vierstufigen Entscheidungsprozess aus. Die schon bereits angesprochene Fundamentalanalyse beruht auf einem Universum von ca. 60 Aktien- und Anleihenmärkten, wo wir die Länder auf Basis von etlichen unterschiedlichen Faktoren beurteilen oder wie man auf Neudeutsch sagt, auch mit einem Scoring versehen, um die attraktivsten Märkte zu identifizieren, gleichzeitig vor allem aber solche auszusortieren, die durch eine negative Entwicklung auffallen. Das ist nicht so vorgesehen, dass man daraus schon Anlageentscheidungen per se trifft, sondern es geht darum, vor allem Fehlentwicklungen frühzeitig zu entdecken, um das Anlageuniversum, das später regelgebunden umgesetzt wird, vor Fehlentwicklungen zu schützen. Umgesetzt wird das im dritten Schritt dann durch die angesprochenen Exchange-Traded Funds, ETFs, Sondervermögen, das heißt ein hoher Schutzgrad für den Investor, der in ein solches ETF investiert. Die Schutzmechanismen des Kapitalanlagegesetzbuchs gelten hier und sorgen, und das ist das Allerwichtigste für uns, für eine hohe Diversifikation. Wer in ein ETF investiert, hat kein Einzelzielrisiko, sondern eine ganze Breite von Anleihen oder Aktien eines speziellen Marktes, sodass das Einzelzielrisiko minimiert wird. Der vierte und letzte Prozess ist das Risikomanagement und das Performance Controlling. Und lassen Sie uns nun kurz nochmal auf die Details eingehen. Der erste Schritt, wie gesagt, die Fundamentalanalyse. Für uns ist es im Prinzip die Überprüfung der Investierbarkeit eines ETFs. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir einerseits in unserem Scoring-System verschiedene Indikatoren abprüfen. Da geht es um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes, es geht um Anfälligkeit für externe Schocks, es geht um die Staatsfinanzen und es geht um die institutionelle Stärke eines Landes. Nur mal als Beispiel, sich mit Inflation und Wachstum oder Unternehmensgewinnen auseinanderzusetzen, das macht jeder. Wir gehen aber wesentlich tiefer in diesen Analysen. Wir schauen uns zum Beispiel an, inwieweit ein Land von Lebensmittelimporten abhängig ist, inwieweit es von Energieimporten abhängig ist, wie die Verschuldungsstruktur eines Landes aussieht. Sind es die Inländer, die die Verschuldung des Landes halten oder sind es Ausländer? Welche Implikationen sind daraus zu ziehen? Das sind die Punkte, die wir in der Fundamentalanalyse zum Beurteilen eines Marktes heranziehen. Wir kombinieren das mit umfangreichen Risikoanalysen. Wir haben einen eigenen Gaudi-Dietrich-Vandeweyer-Konjunkturindex kreiert, mit dem wir auch auf aggregierter makroökonomischer Basis Entwicklungen berechnen können. Ein ganz wichtiger Punkt ist allerdings die Kostenanalyse von ETFs. Sie wissen bereits, dass wir unsere Strategie ausschließlich über ETFs umsetzen. Dem liegt eine Analyse von ca. 1000 einzelnen ETFs zugrunde, wo wir uns insbesondere mit den Kosten und der Liquidität dieser Produkte auseinandersetzen. Es wird Sie nicht überraschen, dass es da erhebliche Unterschiede gibt. Wir sind grundsätzlich immer auf der Suche nach dem optimalen Instrument für die Umsetzung einer Idee. Und das kann dann iShares sein, das kann DBX-Tracker sein und wie sie alle heißen, die großen ETF-Anbieter. Wir investieren aber erst dann, wenn tatsächlich alle Kriterien für die Auswahl der ETFs erfüllt sind. Nochmal einen Satz kurz zur Bedeutung von regelgebundenen Ansätzen in unserer Allokation der Gelder. Uns geht es darum, dass alles, was wir machen, nachprüfbar ist und einem disziplinierten Ansatz unterliegt. Das heißt, alle Prozesse sind selber in unserem Haus entwickelt, aufgrund der jahrelangen Erfahrung der Fondsmanager und auch in-house entsprechend programmiert worden. Was einfach wichtig ist, ist, dass man sich nicht von Emotionen leiten lässt. Sie kennen das alle, dass wenn man Gewinne auf Positionen hat, man in der Regel zu früh die Gewinne mitnimmt und dann beim weiteren Anstieg nicht mehr dabei ist. Im Gegenteil, dann bei Verlusten es meistens laufen lässt, weil man die Hoffnung hat, dass es irgendwann besser wird. Unser Risikocontrolling beruht auf Indikatoren und zeigt uns an, wenn das Risikobudget verbraucht ist, das heißt, wann es besser ist, aus einem Verlusttrade auszusteigen.
oder eben auch bei einem positiven, einer positiven Positionierung entsprechend die Gewinne mitzunehmen. All diese regelgebundenen Prozesse werden einem Prüfungsprozess unterzogen. Das ist ein Quartalsprozess und wir nennen ihn TÜV. Sie kennen alle den Technischen Überwachungsverein. Hier geht es nicht darum, in alle 3 Monate einen neuen Prozess aufzulegen, aber wir setzen uns kritisch mit unserem Prozess auseinander und unterziehen in diesem TÜV eine Analyse aller Annahmen unserer Prozesse. Umgesetzt wird mit ETFs, wie Sie wissen, warum. Wir haben etliche Vorteile schon angesprochen. ETFs sind in der Regel günstiger zu erwerben als aktiv gemanagte Fonds. Die Konstruktionen sind öffentlich und sehr leicht zu überprüfen. Und es gibt sicherlich auch das Argument, dass viele aktiv gemanagte, vor allem auch Aktienfonds, hinter den Erwartungen zurückbleiben. All das zusammen führt uns in die ETF-Welt und wie Sie vielleicht wissen, der größte Rentenfonds der Welt ist ein ETF, das ist der Vanguard Total Bond Market Index Fund mit über 100 Milliarden. Das zeigt die Erfolgsstory des ETF-Marktes. Über die Sicherheit des Konstruktes als Sondervermögen habe ich bereits gesprochen. Wir glauben daran, dass das Alpha, also der außergewöhnliche Ertrag einer Strategie, durch die Asset-Allokation kommt, also durch die Auswahl von Asset-Klassen, von Anlageklassen und weniger durch Einzelziele. Last not least zum Thema Risikomanagement. Wir haben bereits erwähnt, dass in unserem Investmentprozess eingebaut sogenannte Stop-Losses funktionieren. Das heißt, wenn ein Risikobudget verbraucht ist und ein Trade zu lange im negativen Bereich ist, werden dann auch entsprechend die Reißleine gezogen und die Position glattgestellt. Das Gleiche kann auch sein in der positiven Welt. Das ist in dem Prozess, in den Indikatoren bereits enthalten. Gleichzeitig setzen wir uns wöchentlich zusammen und schauen sehr detailliert, was die Performance des einzelnen Produktes im Vergleich zum Wettbewerb, zum Markt, zu gängigen Benchmarks, wie Sie sie kennen, darstellt. Und über den TÜV als quartalsweise Überprüfung unserer Prozesse haben wir bereits gesprochen. So, jetzt darf ich noch mal kurz übergeben an meinen Kollegen Markus van der Weijer, der nun Ihnen darstellen wird, wie dieser Investmentprozess, der Maschinenraum von Gaudi Dietrich van der Weijer, auf die Strategie ETF-Werte anzuwenden ist. Genau, und zwar handelt es sich bei der globalen Absolute Return Strategie um eine Strategie, wo wir die Aktienquote wirklich zwischen 0 und 100 höher als 100%, also keine Hebelinstrumente eingesetzt, aber wir haben auch gar keine Probleme damit. Hallo, Herr van der Weijer, wir haben jetzt nur ganz kurz einen Tonaussetzer gehabt. Vielleicht können Sie nur den ersten Satz dann nochmal wiederholen. Gerne. Also ich habe einfach nur schnell übergeleitet und erwähnt, dass wir in unserer globalen Absolute Return Strategie die Aktienquote wirklich ganz aktiv zwischen 0 und 100% steuern. Die 100% hier wirklich nochmal ganz wichtig, wir setzen keine Hebelinstrumente ein, also das ist wirklich eine ganz harte Grenze für uns. Eine ganz harte Grenze sind aber auch die 0%. Denn wenn die Märkte Richtung Süden laufen und wir sind in Stresssituationen, haben wir auch gar keine Probleme damit, die Investitionsquote wirklich auf 0% fallen zu lassen. Das machen wir auch in anderen Strategien und auch unseren Fonds. Und das unterscheidet uns sicherlich auch sehr, sehr stark von anderen Fondsmanagern, die nicht so konsequent dann die Risiken rausverkaufen und bis zu 100% in Kasse gehen. Das ist, wie Herr Fennemann eben schon dargestellt hat, das ist ein ganz disziplinierter und kontrollierter Investmentprozess, der sowohl Elemente auf der qualitativen als auch auf der quantitativen Seite berücksichtigt. Was machen wir, wenn wir nicht zu 100% in Aktien investiert sind? Hier haben wir die Möglichkeit, bis zu 25% des Portfolios in Investment-Grade geratete, also sogenannte gut geratete Unternehmensanleihen zu geben. Warum machen wir das? Wir wissen alle, dass die Kassenverzinsung aktuell teilweise negativ ist, zumindest ist sie nicht besonders hoch. Und dadurch wollen wir unserem
Kunden nicht zumuten, dass sie quasi das komplette Geld in der Kasse angelegt haben, sondern dass man eben zumindest mit einem Teil des Portfolios oder der Strategie dann eben über Unternehmensanleihen dann auch noch eine positive Performance erzielen kann. Das aber, wie gesagt, gedeckelt auf 25% und auch nur in dem Fall, dass wir nicht zu 100% in Aktien investiert sind. Das Risikomanagement, das haben wir schon erwähnt. Ich hatte eingangs auch gesagt, dass wir in der Strategie zurückgerechnet haben und selbst in den größten Stresssituationen der letzten 15 Jahre, dass diese Strategie im größten Verlust von ganz oben gerechnet auf Tagesbasis bis ganz unten auf Tagesbasis nie mehr als 20% verloren hat. Wir kombinieren hier drei potenzielle Ertragsquellen und zum einen schauen wir sehr, sehr stark auf Märkte, Regionen, daneben auf Sektoren wie beispielsweise Industriesektoren, kombinieren das Ganze aber auch mit Faktoren und Stilen, die ich gleich noch erwähnen werde. Sie sehen hier, wir haben hier eine Positionierung vom 15.04. abgebildet. Sie sehen hier, wie wir Mitte April aufgestellt waren. Wer vielleicht heute schon mal in unsere Strategie geschaut hat, wird eine deutlich höhere Quote feststellen. Wir hatten gestern wieder unsere regelmäßige Umsetzung, bei der wir die Aktienquote umgesetzt haben. Sie sehen hier, dass wir auf dem linken Teil des Charts, dass wir hier eine kleine Tabelle erstellt haben, wo wir die einzelnen Segmente und die maximale Quote dann auch darstellen, sogenannte Smart-Beta-Konzepte, wo man in Märkte investiert, aber im Prinzip durch sogenannte schlaue Fonds, haben eine Obergrenze von 40% hier in Blau dargestellt, sogenanntes Markt-Alpha, hier suchen wir durch unseren Selektionsprozess ganz bewusst die Märkte aus, die das größte Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen, haben eine Obergrenze von 40% und sogenanntes Branchen-Alpha, also Industriesektoren beispielsweise wie Banken, Versicherungen, Automobile, einfach ein paar Sektoren zu nennen, haben hier eine Obergrenze von 20%, alternativ, wie schon erwähnt, investmentgeratete Anleihen, maximal 25%. Rechts, wie kurz erläutert, das ist eben die Aufstellung, die jetzt schon einige Tage alt sind. Und hier sind wir mittlerweile auch höher investiert. Mitte April waren viele unserer Indikatoren noch viel weniger positiv gestimmt, als sie es in den letzten Tagen geworden sind. Deswegen hatten wir vor einigen Tagen auch noch eine deutlich geringere Investitionsquote. Und wie schon erwähnt, und das können Sie ja auch, da ist Wikifolio ja ganz stark, die Transparenz die ist hier wirklich unglaublich hoch. Das können Sie ja auch aus der Historie in dem System entnehmen. Waren wir auch zu vielen Zeiten, seitdem die Strategie aufgesetzt ist, weniger hoch investiert, als wir es aktuell sind. Überblick Investmentprozess noch einmal kurz dargestellt, wie wir das machen. Also wir bestimmen erst, wie Herr Fennemann das auch schon erwähnt hat, wir bestimmen erstmal das Investmentuniversum, da zeigen wir auf der nächsten Seite, zeigen wir da auch einige Länder, die wir uns dabei betrachten. Dann gehen wir in die einzelnen Märkte, analysieren die und prüfen dann im dritten Schritt, was denn überhaupt die Instrumente sind, die für uns dann in einzelnen Märkten zur Verfügung stehen und in welche wir dann nach unserer harten Prüfung dann überhaupt investieren würden. Und wie schon gesagt, Kosten, Liquidität spielen dann ein wesentliches Thema. Die sogenannte Asset Allocation, also im Prinzip die Konstruktion der Strategie dann, also wie kommt das Geld dann letztendlich in den Markt, das ist dann sehr, sehr stark regelbasiert. Also die Länder, das sogenannte Markt-Alpha 40%, die Branchen 20% und dann diskretionär, hier kommt dann auch die Erfahrung des Fondsmanagers dann ins Spiel, der Faktorenansatz mit 40%. Auf der nächsten Seite, und hier wird es dann auch mal ein bisschen spannend und greifbarer, Sie sehen rechts auf der Folie, sehen Sie das Länderuniversum, die sogenannten entwickelten Märkte und die Emerging Markets. Entwickelte Märkte sind im Prinzip, ich sage es jetzt mal einfach, stinknormale Märkte, das sind die Aktienmärkte, die uns zur Verfügung stehen bei den Emerging Markets. Genau das Gleiche, hier sind aber auch ein paar Exoten dabei, die wir auch ganz bewusst in unseren Investmentprozess eingebunden haben, weil wir gerade auch auf der Exotenseite immer wieder Länder haben, die aus diesem typischen Auf und Ab der Aktienmärkte dann so ein bisschen auffallen im positiven Sinne, weil einfach bestimmte Themen gespielt werden. Brasilien, ich nenne es jetzt mal einfach, in diesem Jahr einer der besten Performer weltweit.
trotz der politischen Unruhen, die wir in Brasilien haben, wir haben in einigen unserer Strategien, haben wir in diesem Jahr sehr gute Erfahrungen mit Brasilien gemacht. Auch ist aber eben wirklich ein Markt, den man sehr, sehr stark im Auge haben muss. Russland, auch ein Markt, der in den letzten 2, 3 Jahren unglaublich unter die Räder gekommen ist, in diesem Jahr auch einen starken Aufschwung erlebt, der jetzt gerade mit den festeren Ölmärkten und Gasmärkten dann eben auch ein starker Profitär in den nächsten Quartalen werden könnte. Und das ist eben etwas, das ist wirklich der Kontext, der uns als Fondsmanager auch in so einer Strategie dann wahnsinnig gut gefällt, weil sie einfach viele kleine Ideen umsetzen können, die dann letztendlich zu der positiven Performance der Strategie beitragen können. Ja, lassen Sie uns noch mal einmal auf die 3 Hauptwerttreiber in unserer Strategie schauen. Herr van der Weyer hat gleich gerade 3 gelistet. Das ist einmal das Marktalpha, das ist einmal das Branchenalpha und einmal das Marktbeta. Herr van der Weyer hat gerade erläutert, wie die Länderauswahl funktioniert im Bereich auf den Sektor Marktalpha. Hier allokieren wir maximal 40% nach den von uns ausgewählten oder in die von uns im fundamentalen Prozess ausgewählten Länder. So, diese Länder gehen in einen regelgebundenen Prozess und wir haben bereits oft über die Indikatoren gesprochen, auf deren Basis wir vorgehen. Hier geht es um sogenannte risikoadjustierte Renditen. Das heißt, wir schauen uns an, wie entwickelt sich ein Markt risikoadjustiert pro Einheit Risiko über verschiedene Zeiträume. Und da geht es von kurzfristigen bis mittel- über langfristige Zeiträume und wir suchen im Prinzip einen Markt, der sich auf Basis dieser Indikatoren für unser Investment qualifiziert. Und diese Qualifikation ist wirklich wörtlich zu nehmen. Wir berechnen das über alle Märkte hinweg und erstellen eine Rangliste der Märkte und die entsprechend besten werden dann in das Wikifolio aufgenommen. Das, wie Sie auf dem rechten Teil der Grafik sehen, kann maximal 40% des Wikifolios ausmachen. Der zweite Bereich, ebenfalls ein regelgebundener Bereich, ist der Bereich der Sektoren oder der Branchen. Hier wird maximal 20% investiert. Sie kennen das, dass sich Branchen in der Regel je nach Konjunktur und Aktienmarktzyklus unterschiedlich entwickeln. Wir wissen, dass im Idealfall der Aktienmarkt die konjunkturelle Entwicklung vorwegnimmt. Das sehen Sie hier in der Grafik dargestellt. Und je nach Zyklus und Zeitpunkt im Zyklus gibt es die sogenannte Sektorrotation, wo einzelne Branchen besser oder schlechter sich entwickeln als der Gesamtmarkt. Als Beispiel, in einer Aktienmarktaufschwungbewegung zu Beginn einer konjunkturellen Aufschwungbewegung werden sogenannte zyklische Industrien wie Rohstoffe, Energie immer besser laufen als weniger zyklische Industrien. Dann, wenn das Konjunkturhoch erreicht ist, wenn der Aktienmarkt sich schon auf der Abschwungentwicklung befindet, sind defensive Strategien wie der Gesundheitssektor oder in der Regel in den letzten Jahren war das aufgrund der Sonderthemen im deutschen Versorgerbereich nicht so. Normalerweise gelten die Versorger als defensive Investment. Telekom sind auch ein klassisches Beispiel für die defensiveren. Wie gehen wir in der Allokation vor? Ich sprach es bereits an, wir sind auch hier wieder regelgebunden unterwegs. Das bedeutet, wir schauen uns wieder unsere risikoadjustierten Renditen an. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, eine Sektorrotation funktioniert ganz anders als eine Länder- oder Marktauswahl. Das heißt, der Prozess ist hier ganz anders aufgesetzt und die Indikatoren werden über ganz andere Zeitfenster berechnet, als das bei den Märkten der Fall ist. Auch hier ist der Gedanke wiederum, Markt- und Branchenallokation nebeneinander zu stellen, mit dem Ziel der Diversifikation und einer breiteren Streuung der Risiken in unserer Allokation. Der dritte und der letzte Bereich, und das ist das, was aktuell in vieler Munde ist, Smart Beta. Was ist an Smart Beta so smart? Es geht im Prinzip darum, dass man von der bisher am Markt üblichen kapitalgewichteten Allokation von Indizes weggeht zu neuen Gewichtungskonzepten. Und diese neuen Gewichtungskonzepte versuchen Faktoren, Anlagestile zu betonen, die in einem breiten, marktbreiten Index oft verloren gehen. Sie kennen vielleicht die Überlegung, ob Wachstumsaktien oder Value-Aktien besser laufen. Wir wissen, dass das vielleicht ein langfristiger Trend ist. Man kann aber mittlerweile im ETF-Markt, und alle diese Faktoren sind durch ETFs abgebildet, auch entsprechend andere Anlagestile verfolgen. Qualität oder auch die Größe von Unternehmen
ist eine Strategie, die durchaus interessant sein kann. Die Volatilität von Aktien, wir haben gerade über die unterschiedlichen Zyklen im Konjunkturzyklus gesprochen. Volatilitätsarme Aktien sind natürlich besonders dann interessant, wenn defensivere Strategien gewählt werden sollen. Zum Beispiel im Konjunktur- oder im Aktienmarkt Abschwung spricht viel dafür, eine defensivere Aktie zu wählen, als möglicherweise die Montanindustrie oder den Autosektor. Dividenden-ETFs haben in der letzten Zeit auch viel Wohlwollen seitens der Investoren bekommen, um eben, wie Herr van der Weyer schon erläutert, die 3% Dividendenrendite zu verdienen. Dies ist in gewissen Marktphasen durchaus auch interessant. Hier geht es aber wirklich um längerfristige Bewegungen. Und der Grund, warum wir in diesem Bereich eben aufgrund der fundamentalen, diskretionären Erfahrung der Fondsmanager vorgehen und nicht rein regelgebunden, liegt an diesen langfristigen Zyklen. Das bedeutet, dass wir uns natürlich auch hier nicht nur aufgrund der persönlichen Meinung eines Fondsmanagers für einen Smart Beta Faktor entscheiden. Auch hier spielen allerlei technische Hilfsmittel wie die relative Bewertung eines Faktors gegenüber seiner eigenen Historie oder auch gegenüber einem Gesamtmarkt durchaus eine wichtige Rolle. Letztendlich ist dann aber die Entscheidung, die vom Fondsmanagement getroffen wird, eine mit einem langfristigen Ziel. Wir haben, wie Sie vielleicht gesehen haben, aktuell eine kleine Position in einem Smart Beta Faktor Value implementiert. Das hat dann solche Bewertungsgründe und diversifiziert die Strategie weiter. In einem solchen Kontext besteht dann auch die Möglichkeit, durchaus mal antizyklisch vorzugehen und eben genau den Faktor zu wählen, der gerade von der Bewertung besonders günstig aussieht. So, auf der nächsten Seite haben wir nochmal einmal eine Analyse gemacht der Strategie, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hätte, sozusagen eine Simulation der Strategie im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Der eine oder andere von Ihnen wird die Effizienzlinie aus der Kapitalmarkttheorie erkennen und in diesem Diagramm, wo wir das, den Ertrag und das Risiko über die Volatilität ausgedrückt gegenüberstellen, schneidet unsere Strategie recht gut ab. Wenn Sie es mit den reinen Aktienmarktindizes sehen, dann ist der durchschnittliche Ertrag über die letzten 15 Jahre geringer und das bei deutlich höherem Risiko. Und genau das ist unser Ziel, durch Diversifikation eben die Risiken zu reduzieren. Auf der nächsten Seite sehen Sie eine weitere Form der Darstellung der Simulationsergebnisse. Im oberen Teil der Grafik vergleichen wir die Wertentwicklung, wie sie denn zwischen 2000 und 2016 erfolgt wäre, gegenüber dem MSCI World Index. Sie werden vielleicht feststellen, dass wir natürlich hier uns nur auf den regelgebundenen Teil unserer Allokation beziehen können. Eine rein fundamentale Allokation ist schwer historisch zu simulieren. Und hier geht es nur um die 60% der Strategie, die wir regelgebunden allokieren können. Aber Sie sehen auch im unteren Teil der Grafik, dass was wir unter aktivem Fondsmanagement verstehen, eben, dass, wie Herr van der Weyer es auch schon dargestellt hat, die Aktienquote zwischen 0 und 100% schwanken kann. Wenn Sie sich anschauen, die letzte Phase des Jahres 2008 oder auch 2009, Sie sehen, dass die blaue Farbe fehlt, das heißt, wir waren nicht in Aktien oder wären nicht in Aktien investiert gewesen, genauso wie 4 Jahre später auf dem Höhepunkt der Euro-Krise. In Phasen, wo die Signale einen Verkauf von Aktien anzeigen, sind wir auch bereit, entsprechend auf eine 0% Aktienquote zu gehen. So, auf der letzten Seite sehen Sie noch einmal eine weitere Darstellung, nämlich die Jahresergebnisse. Nochmal eine Zusammenfassung der Simulationsergebnisse, die im Schnitt knapp 10% eingebracht hätten bei einer Schwankungsbreite von 10,55%. Herr van der Weyer hat es Ihnen bereits dargestellt, dass man damit einer diversifizierten Strategie das Risiko gegenüber einem reinen Aktienmarktinvestment deutlich reduzieren kann. Als Referenz zu Ihrer Information haben wir auf den nächsten Seiten noch einmal unsere Trades im Wikifolio ETF-Wertestrategie dargestellt.
Sie können diese Informationen selbstverständlich natürlich auch auf der Seite von Wikifolio abrufen. Insofern einer unserer großen positiven Pluspunkte, die wir bei Wikifolio sehen, ist einfach die komplette Transparenz, mit der die Strategie, wie wir sie hier umsetzen, mit Ausführungszeitpunkt und Kurs auch entsprechend nachvollziehen können. Damit sind wir am Ende der Präsentation. Wir freuen uns sehr nun auf Ihre Fragen, möchten Sie aber gerne noch vorher darüber informieren, dass sowohl Herr van de Weijer als auch ich in sozialen Netzwerken aktiv sind, auch unsere Meinungen teilweise und Marktinformationen teilen. Das gilt für Twitter genauso wie für LinkedIn und Xing. Wer Interesse an einer Kontaktaufnahme hat, kann uns da entsprechend folgen und die entsprechenden Informationen beziehen. Ich sage an dieser Stelle schon mal in unserem Namen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns noch die eine oder andere Frage zu Investmentprozess und Strategie stellen würden. Herzlichen Dank. Ja, von meiner Seite aus ebenfalls ein ganz großes Dankeschön. Und ich denke, das sieht man auch sehr deutlich, dass es durchaus sinnvoll ist, dass wir solche Webinare auch machen, denn natürlich auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt so eine Strategie nur kurz die aktuellen Positionen im Portfolio ansehen würde, dann sagt vielleicht der ein oder andere, naja, da sind jetzt ein paar unterschiedliche ETFs drinnen, aber wenn man dann sieht, was für ein komplexer Prozess eigentlich dahinter steckt und was für eine Arbeit dahinter steckt, glaube ich, dann kann man hier schon ganz gut den Wert dieser Strategie auch erahnen. Ich hätte vielleicht jetzt auch ganz kurz ein paar Fragen. Sie haben während dem Vortrag ganz kurz erwähnt, ja, es gibt auch so technische Indikatoren. Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Können wir uns das so vorstellen? Gibt es da in Ihren Systemen auch sowas wie gleitende Durchschnitte oder messen Sie da irgendwie, wenn der Markt ein bestimmtes Risiko hat oder Abwärtstrends auftauchen? Also ist das durchaus auch ein Einflussfaktor, wo Sie sagen, ja, das spricht dann dafür, die Positionen hier zu reduzieren? Wie kann man sich diese Seite vorstellen? Ja, im Prinzip ist es völlig richtig. Bei uns ist es so, dass wir eine ganze Reihe von Indikatoren verwenden. Dazu gehört auch die Idee, mit gleichen Durchschnitten zu arbeiten. Auch bei der Risikomessung gehen wir teilweise so vor. Kern des Prozesses sind die angesprochenen risikoadjustierten Renditen über sehr viele unterschiedliche Zeiträume. Mhm. Aber wir schauen uns in unserem Investmentprozess eine ganze Reihe von Indikatoren an. In der vorgelagerten Fundamentalanalyse ist es natürlich etwas anders als in einem regelgebundenen Prozess, der auf harten, messbaren Faktoren beruht. Aber es ist eine ganze Bandbreite von Dingen, die wir uns anschauen. Und da ist sicherlich auch das eine oder andere Kriterium dabei, das sich auch vielleicht der ein oder andere Privatanleger anschaut. Ja, ein anderer Hinweis, glaube ich, also sowohl Hinweis als auch Frage, ich glaube, man hat das sehr gut in dem Chart gesehen, wo man langfristig diese Outperformance gesehen hat, auch gegenüber einem MSCI World Index. Und ich versuche immer diesen Hinweis bei fast jedem Webinar zu geben, weil ich merke natürlich, dass einige Anleger auf Wikifolio halt die Wikifolios fast als Trading-Instrumente sehen und dann immer 2, 3, 4, 5 Monate investiert sind. Aber ich denke, gerade bei so einem Ansatz sieht man, dass über die Langfristigkeit jetzt eben hier der Erfolg eben aus diesem Modell beruht. Vielleicht können Sie da nochmal was zum Zeithorizont auch sagen. Was wäre denn hier der ideale Anlagehorizont? Und die zweite Frage wäre auch, die damit zusammenhängt, nutzen Sie auch kurzfristige Marktschwankungen aus? Kaufen Sie vielleicht auch da mal antizyklisch nach? Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ja, also auf Ihre erste Frage, da gehe ich wirklich gerne ein, denn die passt, also jetzt gerade die Investitionsdauer, die sollte in unserer Strategie eher länger sein als kürzer sein. Also wenn ich mir, und da schaue ich mir mal mein eigenes Depot an, wie ich selber aufgestellt bin, das Rückgrat eines vernünftig aufgestellten Depots, das sollte eine Strategie wie unsere sein. Es muss nicht unsere sein, aber eine vergleichbare Strategie, wo ich einfach einen großen Teil des Geldes so investiert habe, dass ich gut schlafen kann und morgen keine Angst haben muss, dass das Geld weg ist. Wenn ich daneben, und damit bin ich eigentlich schon vernünftig aufgestellt, denn ich bin in den Märkten investiert und ich werde, wenn die Märkte gut laufen, werde ich eine ordentliche Performance haben. Wenn die Märkte nicht laufen, werde ich aber nicht zu viel riskieren. Wenn ich mehr möchte
Und wenn ich mich selber auch als aktiver, interessierter Trader verstehe, dann kann ich daneben, kann ich dann noch ein paar sogenannte Satelliten fahren, wo ich dann vielleicht auch aggressiv in Hebelzertifikaten unterwegs bin oder in Einzelaktien beispielsweise unterwegs sind. Aber deswegen sollte eigentlich der Investitionszeitraum für eine Strategie wie unsere, der sollte eher mittel- oder längerfristig orientiert sein. Und da hat man dann beispielsweise auch immer die Möglichkeit, wenn man beispielsweise für diese aktiven Satelliten, wenn man Geld braucht, dann den Bestand dann ein bisschen reduzieren. Den kann man dann auch quasi als Kasseersatz fahren. Aber das sollte eigentlich das Grundgerüst für jedes gut aufgestellte Portfolio sein. Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, ja, wir können da diskretionär, wie wir es dargestellt haben, kann man da auch antizyklisch mal ein bisschen was agieren, aber das ist nicht der größte Teil der Strategie, sondern der größte Teil der Strategie, der ist wirklich sehr, sehr stark am Investmentprozess orientiert und da ist dieses kurzfristige Rein und Raus, ist da sicherlich nicht der große Ertragsbringer. Ja, dann vielleicht eine Frage, die sich jetzt, glaube ich, sowohl viele Wikifolio-Trader stellen, als auch Wikifolio-Anleger, ist natürlich die große Frage, wie geht es mit den Zinsen weiter, beziehungsweise wenn die US-Notenbank dann im Juni die Zinsen anheben wird, sehen Sie da die Gefahr, dass der Aktienmarkt da komplett einbrechen wird und dann natürlich auch die Frage, wie kann man sich da sowohl als privater Trader, beziehungsweise wie würden Sie das in Ihrer Handelsansatz eben dann auch berücksichtigen und wie schützen Sie sich davor? Also wir könnten es uns ganz einfach sagen, machen und einfach nur sagen, das ist für uns eine regelgebundene Strategie gar nicht wichtig, weil unsere Indikatoren werden uns leiten und werden in unserem Investmentprozess die Allokation vorgeben. So, das ist natürlich die saubere Vorgehensweise, wie wir es in unserem Prozess machen. Trotzdem haben wir natürlich alle eine Meinung, wir sind alle Fondsmanager, wir diskutieren natürlich auch mit vielen Kunden tagtäglich und mit der Presse über etliche Themen, wie zum Beispiel auch die weitere Zinsentwicklung in den USA. Insofern zu Ihrer Frage, wir denken, dass die amerikanische Notenbank unter Druck ist und einen großen Fehler gemacht hat, dass sie nicht bereits im Herbst letzten Jahres, im September, die Chance zur ersten Zinserhöhung genutzt hat. Damals, als das Umfeld noch sehr stabil aussah, als wir noch keinen Börsencrash im Januar in China hatten, als wir noch keinen Rückgang in den Börsen der entwickelten Märkte im Januar bis Mitte Februar gehabt haben, als alles noch relativ geordnet aussah. So, das liegt aber hinter uns und hätte, wäre, wenn, zählt nicht. Und wir haben dann im Dezember was gemacht und haben seitdem die weiteren Termine verstreichen lassen. So, jetzt sind wir wenige Minuten davon entfernt, eine weitere Entscheidung zu bekommen. Wir gehen davon aus, dass heute Abend auch nichts passieren wird und möglicherweise der Juni die letzte Chance ist, vor den Wahlen eine Zinserhöhung durchzuziehen. Ist die Zinserhöhung aus fundamentaler Sicht aktuell erforderlich? Darüber kann man streiten. Es gibt durchaus das eine oder andere Anzeichen bei Frühindikatoren für Inflation in den USA, auf deren Basis man eine Zinserhöhung rechtfertigen kann. Aus heutiger Sicht würden wir auch davon ausgehen, dass im Juni die Zinsen angehoben werden. Ist das der Start zu einer ganzen Reihe von Zinserhöhungen? Sicherlich nicht. Wir können uns gut vorstellen, dass eine Juni-Zinserhöhung die einzige wäre. Und wie es an den Kapitalmärkten so ist, und dann komme ich zu Ihrer Frage, inwieweit dann die Aktienmärkte unter Druck kommen können, es wird letztendlich an den Märkten werden immer Erwartungen gehandelt. Und mittlerweile sind die Erwartungen für die US-Notenbank sehr, sehr niedrig, was Zinserhöhungen angeht, sodass eine einzige Zinserhöhung in diesem Jahr sicherlich keine dramatischen Folgen haben könnte. Aber immer mit der Voraussetzung, dass das auch entsprechend verpackt, kommuniziert wird. Was meine ich damit? Es müssen entsprechende Aussagen der Notenbankchefin kommen, dass weitere Zinserhöhungen erstmal nicht geplant sind. Wenn man das kommunikativ sauber rüberbringt, dann sollte es kein Problem für die Märkte darstellen. Insofern, wir befürchten aktuell keinen Zusammenbruch aufgrund der US-Zinsen. Es gibt aber genügend andere Sorgen in der Welt, die uns umtreiben, die möglicherweise auch belastend sein können. Insofern würden wir die nächsten Monate aus heutiger Sicht eher mal mit gemischten Gefühlen sehen. Ja, damit
sage ich noch einmal ein großes Dankeschön für den heutigen Abend. Mich freut es eben, dass wir hier mit Ihrem Handelsansatz eben auch ein Wikifolio haben, das auch für den ein oder anderen institutionellen Anleger geeignet ist. Und ja, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, wenn es Fragen direkt an Wikifolio gibt, bitte natürlich gerne bei uns im Service melden, beziehungsweise natürlich dann auch bei Ihnen direkt bei der Vermögensverwaltung Gauli Dietrich van der Weyer. Ja, von meiner Seite aus sage ich hiermit Dankeschön und ich wünsche, wenn es jetzt keine weiteren Fragen von den Teilnehmern gibt, glaube im Moment nicht, dann sage ich auch ein Dankeschön an die Teilnehmer von heute und wünsche ihm einen schönen Abend. Ebenfalls. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Schönen Abend.